Hallo, ich bin Carolina und Hebamme bei Veleda. Und heute zeige ich dir, worauf du beim Baden deines Babys achten solltest. Das Baden ist ein ganz besonderes Pflegeerlebnis für dein Baby, das vielen Reizen ausgesetzt ist. Deshalb solltest du dir bewusst Zeit nehmen, um das Erlebnis so entspannt und stressfrei wie möglich zu gestalten. Am besten soll das Badezimmer kuschelig warm sein und das Badewasser eine Temperatur von 37 Grad haben. Allerdings ist nicht jedes Baby gleich ein Fan von Wasser. Hier hilft es, dein Baby an das neue Element heranzuführen und dabei liebevoll zu halten. So kann es sich vorsichtig mit dem Wasser vertraut machen und fühlt sich dabei sicher. Am besten umhüllst du dein Baby mit einem Mulltuch und lässt es so sanft ins Wasser gleiten. Du kannst den Körperbereich, der gewaschen werden soll, sanft mit deiner Hand säubern, die restlichen Bereiche bleiben umhüllt. Ein weiterer positiver Effekt dieser Methode ist, dass du dein Baby eingewickelt in ein Mulltuch sicher halten kannst. Im Waschbecken oder der Babybadewanne liegt der Nacken und obere Rücken deines Babys sanft auf deinem Unterarm, während deine Hand die Schulter des Babys umfasst. So hast du die andere Hand frei, um dein Baby sanft zu reinigen. Ein Badekissen oder eine Auflage ist nicht sinnvoll, da sie den Hautkontakt mit dem Wasser verhindern und dem Baby nicht so viel Sicherheit geben. Oft fragen sich die Eltern, welche Tageszeit die richtige für ein Babybad ist. Die vielen neuen Reize können auch schon mal anregend wirken. Dann wären die Morgenstunden die richtige Tageszeit. Generell gilt aber, einfach ausprobieren, wie dein Baby auf ein Bad reagiert. Das Baden im Wasser sollte übrigens zwischen 3 und 10 Minuten betragen. Auch bei der Häufigkeit kannst du dich an den Bedürfnissen deines Babys orientieren. Genießt dein Baby ein Bad, kannst du es öfter baden, aber auch alle paar Tage ist völlig in Ordnung. Lehnt das Baby das Bad komplett ab, kann es auch nur gewaschen werden. Generell sind Babys nicht besonders schmutzig und wir können das Bad als eine sanfte Reinigung sehen, aber vor allem ist es ein schönes Ritual für dich und dein Baby. Nach dem aufregenden Bad ist es gut, Wärme zu vermitteln. Oft hat es Energie gekostet und dein Baby möchte nochmal gestillt oder gefüttert werden. Viel Körperkontakt und Wärme helfen, nach der ungewohnten Erfahrung zur Ruhe zu kommen. In deinen Armen fühlt das Baby sich besonders geborgen und kann das spannende Erlebnis verarbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir wertvolle Tipps zum Babybad geben. Bis bald, deine Carolina.